Hallo Messefreundin, herzlich willkommen zu einem kurzen Video. Hier haben wir die Möglichkeit, ein schönes Kunstwerk, kann man hier schon sagen, von, jetzt wird es schwierig, von Rami Lavalier anzuschauen. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das ist ein kleiner Slipjoint-Folder von ihm und er ist da schon so ein richtiger Künstler, was sowas angeht. Wir haben hier außen schöne Holzgriffschalen. Und das Coole ist, die sind zwar von außen noch vernietet, aber nach innen ist da nichts mehr zu sehen. Ne, wenn wir da innen reinschauen, alles schön glatt polierter Edelstahl. Und ich muss sagen, Moment, wir brauchen kurz ein Mikrofasertuch, Fingerabdrücke wegwischen. Eine schöne, schön gestaltete Klinge hier vorne, fällt sie leicht ab mit einer Swatch. Richtig nice. Ganz dezent hier dieses LR als Logo. Wunderschöne Holzgriffschalen. Zum Stahl kommt hier 14C28N Sandvik-Stahl ein. Zum Einsatz ein guter Stahl ist damals in Zusammenarbeit zwischen Sandvik und Kirscher entwickelt worden. Einer der wenigen Ställe, die damals extra für die Messerindustrie entwickelt wurden. Und nicht irgendwie für andere Zwecke und dann hat es die Messerindustrie verwendet, sondern es war mal explizit ein Stahl für die Messerfraktion. Sehr schön. Innen drin haben wir noch einen Klingenanschlag verbaut, wo hier aufschlägt. Das schützt wunderschön die Schneide. Hat man ja auch nicht immer bei französischen Messern. Und hier hinten wirklich ein Übergang. Nicht spürbar die ganzen Teile. Hier ist ein ganz feines Mini-Jimping in den Platinen vorne. Ansonsten wirklich astreine Verarbeitung. Ja, der baut auch nur ganz wenige Stücke in Handarbeit und ist so ein richtiger Kunsthandwerker ist das schon. Extrem schön, gefällt mir richtig gut. Und die Feder ist richtig stramm. Auch alles dieses Grandforce-System, wie so eine Art Backlog, bloß ohne ganze Verriegelung, weil hier hinten die Rampe hier eben nicht senkrecht verläuft, wie bei einem Backlog, sondern so in einem steilen Winkel, gerade noch so, dass man es ohne Verriegelung lösen kann, aber es als Slipjoint zählt, aber trotzdem ganz kräftige Feder, man hört es beim Einschnappen, ja. Da ist auch ordentlich Kraft dahinter. Ja, aber die polierte Klinge ist natürlich schon fingerabdrucksempfindlich. Größenvergleich, wir können gerade mal ein Pioneer-Klasse hinhalten. Sieht man ja, ist etwas größer. Wir können es mal vermessen. Wir haben hier 8,5 cm Klinge, aber wenn man hier schneide, sagen wir mal so 78, 79 mm und eine Gesamtlänge von 186 mm. Beinahe ja, knapp 8 cm Schneide, 8,5 cm Klinge. Also wirklich ausreichend für ein elegantes Gentleman EDC-Taschenmesser mit Slipjoint. Und wir haben eine 3 mm starke Klinge. Also alles ausreichend dimensioniert für Everyday Carry. Sehr schön, elegant. Tolle Handlage. Kommt in diesem dunkelbraunen Lederetui mit blauer Ziernaht. Ja. Richtiges Schmuckstück wollte ich euch hier nicht vorenthalten. So, jetzt machen wir ein schönes Schlussbild. Und dann sind wir hier auch schon wieder durch. Ich sage danke fürs Reinsehen, bewerten, kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Video hier auf dem Kanal, wenn es wieder was Schönes aus Frankreich gibt. Ciao, Freunde, macht's gut. Bye, bye.